Also, ich erzähle euch jetzt was. Ich habe im Dezember, Anfang bis Mitte Dezember, so Corona gekriegt, okay? Und dann ging es mir so ein bisschen schlechter, dann ging es mir viel besser und dann ging es so richtig bergab. Aber ich hatte mein Geruchssinn, Geschmackssinn und so hatte ich alles noch. Und als dann so bergab ging, hat es mich richtig erwischt. Und die haben mir gesagt, so 2, 3 Monate lang kann ich nicht nochmal Corona kriegen. Und ja, ich habe im Januar noch zu kämpfen gehabt damit. Aber ich habe mich davon erholt. War auch negativ auf jeden Fall. Ich streame sehr viel. Wir drehen weniger Videos. Mach viel Musik. Also schlucken tut nochmal weh. Ich habe keine Kontakte, viele. Wenn man sich so überlegt, letztes Jahr haben wir sehr, sehr viele Menschen getroffen. So das ganze Jahr über. Dann Dezember hat es mich erwischt und seitdem die ganze Zeit bergab. Auf jeden Fall hat es bei mir so angefangen, besser zu werden alles und ich war wieder topfit, gesund, voll am Start, habe viel gestreamt, ihr wisst es ja. Das ist jetzt 3 Monate her fast, 2, 3 Monate und jetzt gerade begann die Phase, wo ich mich hätte wieder anstecken können. Bei manchen dauert es länger, bei manchen kürzer, aber so diese immune Phase ist so quasi fast überstanden gewesen. Vor 5, 6 Tagen, vor 5 eher, vor 5, ja, 6, 5, 6 Tagen fing das so an, bei mir bisschen so körperlich so schlecht mit mir zu gehen. Aber ich habe gedacht, what the fuck, habe dann geschlafen und auch lange durchgeschlafen. Dann hatte ich auch so Schüttelfrost und so. Aber ey, ich dachte mir so, einfach so, alles gut. 2, 3 Tage gelitten, so ein bisschen. Aber ich habe euch davon natürlich nichts gesagt. Ich habe ganz normal meine Streams durchgezogen, alles gut. Und dann ging es mir so 1, 2 Tage gut. Jetzt Freitag, Samstag. Nein, sorry. Donnerstag, Freitag. Und Freitagabend, dann schlafen irgendwann. Und Samstag, ganzen Tag. Ich habe den ganzen Samstag geschlafen. Den ganzen Samstag geschlafen. Wirklich den gesamten Samstag habe ich geschlafen. Bis spät abends. Und dann bin ich nachts wach geworden. Habe dann im Stream ein bisschen gesessen von Toro. Habe mit dem ein bisschen gespielt nachts. Aber was heißt nachts? Morgens. Morgens erst. 5, 6 Uhr morgens. Ja, und jetzt kommt das Witzige. Ich merke so, mir ist einmal warm, einmal kalt. Ich kriege so Fieber. Auch jetzt. Ich bin richtig warm. Hals beim Schlucken tut unnormal weh. Die Lunge pfeift auch schon. Und das Witzige jetzt ist folgendes. Ich habe seit 5, 6 Tagen keinen Geschmackssinn. Und das wird immer schlimmer. Grille Karani, Dankeschön für 5 Abos. Auf jeden Fall, ich schmecke gar nichts mehr. Ich schmecke gar nichts mehr. Ich rieche auch nichts mehr. Ich habe gerade Essen gegessen. Nichts geschmeckt. Es war wie, als würde ich Pappe essen. Auf jeden Fall habe ich dann gesagt zu einem Kumpel, bring mir meinen Corona-Schnelltest. Ich weiß, der hat viele gekauft. Und das ist ein guter Schnelltest. Und ja, positiv, noch einen gemacht, positiv. Und die Sache ist, ich könnte jetzt denken, das ist fake und so, wahrscheinlich nicht. Aber wenn ich seit einer Woche nichts rieche und schmecke, Halsschmerzen habe, Fieber, Schüttelfrost habe, Gliederschmerzen, ich bin so kaputt, schlaf die ganze Zeit bin und dann auch noch Corona-Test positiv zeigt, ich glaube nicht, dass der falsch ist. Also ich bin schon ziemlich sicher, dass ich einfach zweimal hintereinander Corona erwischt habe. Ja, ne, ich habe Killstreak, sein Vater. Wie kann man so einen krassen Killstreak haben wie ich? Sag mal bitte. Wie kann man so einen krassen Killstreak haben wie ich? Erste Test, erste Corona kriegen. 2, 3 Monate bist du immun. 2, 3 Monate sind vorbei. Ich habe direkt wieder geangelt. Richtig Pechvogel, ja. Jemand macht mies Auge. Jemand macht auf jeden Fall mies Auge. Mein Hals ist unnormal trocken. Das Schlucken tut unnormal weh. So viel zu dem Thema. Einfach Corona hat mich erneut erwischt. Ich bin jetzt in Quarantäne. 14 Tage ab dem Ausbruch von den Symptomen. Das ist auf jeden Fall sehr wild. Ich habe gar keinen Bock dazu. Aber ich bin nicht so tot, dass ich nicht sitzen kann und streamen kann. Heute bin ich einfach nur sehr müde. Ich werde mich jetzt nochmal hinlegen. Und dann ein paar Stunden schlafen noch. Ein paar Stunden schlafen noch. Vielleicht zeug ich nachher was oder so. Für mich selber einfach so. Ein bisschen so erholen, runterkommen, Spaß haben. Ja, ne. Es ist wirklich passiert. Also. Ich mach so Tür auf. Hallo? Und Corona so. Servus, ja, grüß Gott. Ich bin die Corona. Sind Sie wieder dran? Lange nicht gesehen. Wie geht's Ihnen? Gut, ich bin 2 Wochen bei Ihnen zu Hause, wenn Sie das nicht stört. Einfach zweimal. Ich sehe jetzt schon dein Update. Zum zweiten Mal an Corona erkrankt. Der erste in Deutschland, der so doof war, sich zweimal von Corona erwischen zu lassen. Ich wurde einfach von Corona in den Rücken gegabelt. Jemand schreibt, nein, es ist voll vielen schon passiert.
Corona ist unnormal in meinen Rücken gegangen. Corona ist mit Anlauf in meinen Rücken gegangen. Arion BKS schreibt, ich dachte, man ist immun, wenn man es einmal hat. Ja, ein paar Monate. Die sind vorbei gewesen. Die Immunzellen sind so zurück. Die sagen so, okay, kein Job mehr hier. Direkt Corona kam so aus der Ecke. Tada! Wer hat mich gerufen? Ja, ne. Es ist wirklich passiert. Corona hat mich wirklich hops genommen. Der kam so von hinten. So. Hasret dir schreibt, Attila hat Corona-Stempelkarte. Das wäre echt nice, so eine Stempelkarte. Bei vierte Corona krieg ich Kaffee umsonst. Das wäre krass. Corona so, boah, bei dem war wild, ja. Bei dem war wild, ich gehe nochmal. Ich mach Corona eigenen Account auf Twitch. Macht mal Instagram-Seite, Maestros Corona. Jemand schreibt, was mit der Stalkerin? Okay, ich erzähle euch nochmal ganz kurz. Die hat mir ja Dings, die hat in meinem Namen Rasenmäher verkauft im Internet. Kommt jemand, klingelt bei mir zu Hause und sagt so, ja, ich habe ein Rasenmäher bei ihnen gekauft, ich will das haben. Digga, das ist echt bitter, Mann. Ich habe nicht mal einen Garten, weißt du? Ich habe nicht mal einen Garten. Ich habe Corona. Ich habe nicht mal einen Garten. Die verkauft Rasenmäher in meinem Namen. Das ist so, wie wenn du zu einem Glatzkopf gehst und du sagst, ja, sie haben mir Rasierer verkauft. Digga, ich habe nicht mal einen Garten. Ich küsse doch dein Herz. Verkauf doch etwas, was ich wirklich hier rumliegen habe. Irgendeinen Schrott, den ich nicht mehr brauche. Wenn du mir helfen willst, Inserate zu schreiben, mach das doch so. Ich küsse doch dein Herz, ja. Wenn du willst, ich kann dir Corona geben. Nein, komm nicht. Bleib, wo du bist. Auf jeden Fall, ist nice. Mein neues Management bei eBay Kleinanzeigen hat auf jeden Fall Gas gegeben. Willst du dich impfen? Ja, geht ja schlecht, ne? Ich bin einfach erkrankt wieder an dieser Scheiße. Ich habe gar keinen Bock. Ich sag's euch, wie es ist. Meine Lust ist so. Gar keinen Bock auf Corona. Ich musste gerade meine Mutter anrufen und sagen so, Mama, ich habe Corona. Aber nicht, weil ich dachte so, boah, ich sag dir das jetzt, um sie zu beunruhigen, sondern ich wusste, sie wird dann für mich richtig leckeres Essen machen. Und irgendjemand muss mir Essen und Lebensmittel vorbeibringen. Und Alem hat keinen Führerschein. Arion BKS sagt, hast du Angst oder so? Nein, Bruder, was für Angst? Ist halt scheiße, ich kann jetzt 2 Wochen nicht rauchen, nicht rausgehen. Und man ist so platt, müde, man riecht nichts und schmeckt nichts. Das ist richtig ekelhaft. Essen ohne zu schmecken, ist richtig scheiße, Mann. Ist richtig, richtig scheiße. Ist richtig scheiße. Du isst so, ist wie Pappe. Obwohl es eigentlich gut schmecken müsste. Du denkst so, was ich gerade verpasse, diese Geschmack. Passt auf euch auf. Ich hatte gesagt, wird nur ganz kurzer Stream. Adios. Ich gehe offline. Gibt es irgendjemanden, den ich hosten kann? Ah. Ja. Es gibt jemanden, den ich hosten kann. Bingoli. Das ist Bingoli. Okay. Erstmal abonnieren wir. Ja, Bruder, wie geht's dir? Und jetzt lass Liebe da.